Herzlich willkommen zu diesem Video, in dem wir Ihnen die Spatenprobe nach Bodendock erklären. Heute wird der Klimawandel bereits für die Landwirte spürbar. In diesem Fall ist eine gute Bodenstruktur sehr wichtig, denn eine gute Bodenstruktur garantiert einen regulären Luft- und Wasserhaushalt. Die Spatenprobe erlaubt uns, die Bodenstruktur zu beurteilen. Das benötigte Material ist denkbar einfach. Zuerst einen Spaten, um den Boden aufzuschließen. Dann ein Metermaß, um die Dimensionen zu bestimmen. Und schließlich und endlich ein Taschenmesser, um den Boden zu öffnen und in die Tiefe zu gehen. Sie finden die Bodendock als App oder in PDF-Version auf unserer Webseite. Die PDF-Version umfasst 4 Dokumente. Das erste ist eine Anleitung, die Ihnen Schritt für Schritt zeigt, wie Sie eine Spatenprobe stechen müssen. Das zweite ist ein Formular, in dem Sie Ihre Beobachtungen festhalten können. Das dritte erklärt die Beobachtungen genauer mit Beispielbildern. Das vierte Dokument beinhaltet weiterführende Informationen und Bewertungshinweise. Das klingt jetzt auf den ersten Blick nach vielen Unterlagen, aber Sie werden merken, dass Sie mit einiger Übung die meisten Dokumente nur noch zum Nachschlagen benötigen und nicht mehr auf dem Feld. Die Spatenprobe kann mir bei verschiedenen Fragestellungen helfen. Einerseits kann ich abschätzen, ob die Befahrbarkeit des Bodens gegeben ist, vor allem ob der Unterboden schon genug abgetrocknet ist, dass ich ihn befahren kann. Oder ich kann ganz allgemeine Informationen über die Bodenstruktur in Erfahrung bringen. Es stellt sich jetzt die Frage, wo führe ich die Spatenprobe in meiner Parzelle durch? Dazu wähle ich eine repräsentative Stelle, um allgemeine Aussagen über den Boden zu finden. Außerdem wähle ich einen Zeitpunkt, in dem die Kultur in voller Entwicklung ist, um die Wurzeln gut zu beurteilen. Vielleicht gibt es in meiner Parzelle Stellen, in denen sich die Kultur schlecht entwickelt. An diesen Stellen mache ich die Spatenprobe, um zu verstehen, was sind die Ursachen für die Entwicklung. Im Kopfbereich des Formulars kann ich notieren, ob ich eher in einer Problemstelle oder einer repräsentativen Stelle der Fläche bin. Dort kann ich auch festhalten, was für Kulturen oder ob überhaupt Grasland oder Ackerland beobachtet wird. Und ich kann persönliche Notizen zu meinen Kulturen, zur Bewirtschaftung und Beobachtungen festhalten. Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Moment, in dem wir die Spatenprobe durchführen und die Bodenfeuchtigkeit. Bei sehr großer Trockenheit macht eine Spatenprobe keinen Sinn, weil der Boden als viel zu hart wahrgenommen wird. Und bei sehr nassen Bedingungen ist das Gegenteil der Fall. Am besten führen wir eine Spatenprobe durch bei leicht feuchtem Boden, der brüchig oder leicht plastisch ist. Zuerst bestimmen wir die Bodenart. Man kann die Bodenart durch die Füllprobe bestimmen oder aus den Analysen, den Laboranalysen entnehmen. Böden, die sehr sandig sind und Böden mit hohem Tongehalt, bedürfen einer speziellen Beurteilung. Wir werden euch in diesem Video Schritt für Schritt zeigen, wie man die Spatenprobe von Hand sticht. Alternativ kann man sie aber auch mit dem Frontlader oder Teleskoplader stechen. Der Vorteil da ist, dass man etwas tiefer in den Boden schauen kann und ein größeres Volumen zur Verfügung hat. Der Nachteil ist, dass man nicht selber beim Graben schon Unterschiede in der Bodenfestigkeit in den verschiedenen Schichten spürt. Und man muss unglaublich aufpassen, dass der Boden wirklich tragfähig ist und man nicht zusätzliche Schäden verursacht. Jetzt sind alle Voraussetzungen geklärt und wir können wirklich in den Boden schauen und die Spatenprobe stechen. Dazu bereiten wir zuerst ein Loch vor, das ungefähr die Tiefe des Spatens hat und 40 cm lang ist. Wir graben es diagonal an, um so wenig Aufwand wie möglich zu haben. Und wir versuchen mit dem Spaten die Seite, die wir später abstechen wollen, so wenig wie möglich zu zerdrücken oder zu beschädigen. Bei wurzelreichen Böden oder bindigen Böden ist es von Vorteil, die Seitenränder mit dem Messer oder dem Spaten abzutrennen. Als nächstes stechen wir die Probe ab. Dazu stechen wir den Spaten in ca. 10 cm Abstand senkrecht in den Boden. Wir können die Probe vom restlichen Boden
lösen, indem wir sie leicht nach vorne mit der Schulter nach den Spaten nach vorne drücken. Dann benutzen wir den Spaten wie einen Hebel und lüpfen so die Probe aus dem Loch. Oder wir kippen sie auf einen zweiten Spaten, den wir vorne dran platzieren. Während dem Graben können wir schon verschiedene Beobachtungen machen, die uns wichtige Informationen zum Bodenzustand liefern. Zum Beispiel können wir beobachten, ob es verschieden schwer ist zu graben und so sehen, ob es dichtere Schichten im Boden hat. Wir können eine Pflugsohle erkennen im Loch oder durch diese Unterschiede beim Graben. Wir können sehen, ob es Erntereste hat, die auf einer bestimmten Tiefe konserviert sind, ob wir Regenwürmer beobachten oder auch Farbveränderungen am Boden, wie zum Beispiel Rostflecken. Bei steinigen und flachgründigen Böden ist es schwierig, einen Bodenzügel loszulösen. In diesem Fall beobachtet man die Bodenstruktur besser an der Wand des Loches. Jetzt müssen wir unsere Probe nur noch präparieren. Dazu entfernen wir mit dem Messer zerdrückte Stellen. Dann platzieren wir den Metermaßstab neben der Probe und versuchen, verschiedene Schichten zu unterscheiden, je nachdem, ob die Farbe, Struktur oder auch die Durchwurzelung ändert. Und somit ist unsere Probe bereit für die Beurteilung. Mit den Parametern A bis M auf dem Formular können Sie jetzt die Spatenprobe Schritt für Schritt beschreiben. Die Buchstaben verweisen dabei auf das dritte Dokument, die Erläuterungen und Beispielbilder, wo Sie genauere Informationen zu den einzelnen Parametern finden. Je nach Fragestellung und was Sie besonders interessiert, können Sie aber auch einzelne Parameter weglassen. In vielen Fällen, wenn einen wirklich die Bodenstruktur besonders interessiert, geht es vor allem um die Größe und Form und die Beschreibung der Aggregate. Diese passiert mit den Parametern G bis J. Vielleicht ist Ihnen das Wort Aggregat im Zusammenhang mit Boden nicht so geläufig. Von einem Aggregat spricht man als einer Einheit oder einem Körper von zusammenhaftenden Bodenpartikeln. Und wie erkennt man jetzt diese Aggregate? Wenn man den Bodenziegel mit der Hand vorsichtig aufbricht oder auch wie ein Buch öffnet und mit wenig Kraftaufwand einzelne Teile herauslöst, dann gelangt man eigentlich zu den Bodenaggregaten. Auch die Abwurfprobe führt uns zur Beobachtung der Aggregate. Das Spezielle bei der Abwurfprobe ist, dass der gesamte Bodenziegel dem Aufprall ausgesetzt ist und sich der Bodenziegel zerlegt in viele Einzelteile, die dann untersucht werden können auf Aggregatform und Struktur. Da die Abwurfprobe den ganzen Ziegel zerlegt, macht es Sinn, sie am Schluss durchzuführen oder mit einer zweiten Probe. Jetzt schauen wir uns die einzelnen Parameter genauer an. Dazu werfen wir noch mal kurz einen Blick auf die Bodenoberfläche, zum Beispiel den Grad der Bodenbedeckung, der unter A beschrieben wird. Der ist natürlich sehr stark davon abhängig, in welcher Kultur und in welchem Stadium der Kultur wir sind. Aber die Bedeckung der Oberfläche hat trotzdem einen großen Einfluss auf die Bodenstruktur. Und eine schlechte Bodenstruktur kann darauf hinweisen, dass der Boden sehr selten bedeckt und gut durchwurzelt ist. Parameter B gibt uns vor allem Auskunft über die obersten bearbeiteten Zentimeter vom Boden und über den Hauptlebensraum der Bodenorganismen. Hier geht es darum zu schauen, ob die Bodenoberfläche stabil, porös und durchlässig ist und wie die Aggregate an der Bodenoberfläche beschaffen sind. Das hängt natürlich einerseits stark vom Tongehalt ab, aber eben auch sehr stark von der Bodenbewirtschaftung. Grundsätzlich gilt, je höher der Ton und der Humusgehalt und je höher die biologische Aktivität, desto stabiler sind auch die Aggregate und verschlemmen bei einem starken Regen zum Beispiel nicht zu einer Schicht und zu einer Masse, sondern bleiben intakt. Bei dieser Beurteilung gibt es drei Stolpersteine, die man beachten sollte. Der erste geht um die Aggregate, die auch, wenn der Boden in zu feuchtem Zustand bearbeitet wurde, sehr stabil sein können. Dann sind sie aber verdichtet. Das heißt, man hat relativ große, runde Klumpen mit wenigen Poren, also eine eher schlechte Bodenstruktur. Der zweite Stolperstein ist die Bodenart. Sehr sandige Böden bilden weniger stabile Aggregate aus und zerfallen schneller. Diese sollte man also weniger streng beurteilen.
Der dritte Stolperstein ist das Wetter. Je stärker Niederschläge oder auch Frosteinwirkungen waren in den Tagen, bevor die Spatenprobe durchgeführt wurde, desto stärker sind die Aggregate auch zersetzt. Sie sehen also, diese Beurteilungen brauchen etwas Fingerspitzengefühl und Erfahrung, aber nach der zweiten, dritten Spatenprobe kommt das auch langsam. Die nächsten Parameter haben wir eben schon während dem Graben beobachtet, aber können sie häufig auch am Bodenziegel noch gut sehen. Seitlich auf dem Formular tragen wir jetzt die Tiefe der einzelnen Schichten ein und machen unsere weiteren Beobachtungen getrennt pro Schicht. An diesem Bodenziegel kann man sehr schön zwei Schichten beobachten. Eine Schicht von 0 bis 27 cm hat einen stärkeren Grauton als die darunterliegende Schicht, die deutlich heller ist. Außerdem kann man feststellen, dass im oberen Teil runde Strukturen und vertikale Strukturen dominieren, während im unteren Teil, wo die Farbänderung eintritt, horizontale Strukturen und sogar Plattenstrukturen auftauchen. Selbst wenn dieser Boden lange Zeit wahrscheinlich nicht mehr auf diese Tiefe gepflügt wurde, kommt hier doch zum Ausdruck eine sehr alte, aber schon sehr poröse Pflugsohle. In den Parametern G bis J geht es jetzt wirklich um die Aggregate in den einzelnen Schichten. Grundsätzlich gilt hier, große, kantige, dichte Aggregate weisen auf eine schlechte Bodenstruktur hin und kleinere, rundlichere, porösere Aggregate auf eine gute Bodenstruktur. Auch hier gibt es wieder drei Stolpersteine. Der erste ist eine zu intensive Bearbeitung und vor allem bei zu trockenen Bedingungen. Dann werden die Aggregate zerschlagen und sind ebenfalls klein. Aber sie sind auch häufig kantig und dicht und man erkennt dann trotzdem die eher schlechte Bodenstruktur. Der zweite Stolperstein ist eine Bearbeitung bei zu feuchten Bedingungen. Dann werden die Aggregate rundlich, ohne dass es positiv ist. Es werden Klumpen, die eher groß und auch eher dicht sind und schwer für die Pflanzen zu bewurzeln. Der dritte Stolperstein ist wieder die Bodenart. Sehr sandige Böden neigen zu wenigen oder kleinen Aggregaten und zerfallen leicht. Sehr tonige Böden neigen zu eher großen, kantigen Aggregaten. Beides sind natürliche Bedingungen von diesen Böden und weisen noch nicht zwingend auf eine schlechte Bewirtschaftung hin. Für diese beiden Spezialfälle findet sich auf der Rückseite des Formulars je eine angepasste Skala. Beim Parameter K geht es um die Durchwurzelung unseres Bodenprofils. Die Durchwurzelung sagt viel aus, auch über die Bodenstruktur. Wurzeln nehmen bei zunehmender Bodentiefe ab. Wurzeln können auch durch harte Aggregate oder Pflugsohlen umgelenkt werden und knicken ab. Das sind alles Hinweise für Probleme mit der Bodenstruktur, die durch die Wurzel ausgedrückt werden. Bei Parameter L geht es um die Bodenfeuchtigkeit und die Verteilung der Bodenfeuchtigkeit im Profil. Nach einem Niederschlag bewegt sich die feuchte Front durch das Bodenprofil. Im Oberboden ist zuerst mehr Feuchtigkeit. Stellen wir eine Irregularität dieser Feuchtigkeitsverteilung im Bodenprofil fest, so kann das ein Hinweis auf mangelnde Bodenstruktur sein. Mit der internationalen Spatenprobenmethode WES kann man aus diesen Parametern eine Note ableiten. Unsere Skala hier ist mit WES kompatibel und wenn man möchte, kann man die WES-Note sich noch unter M notieren. So, jetzt sind wir auch schon fertig. Weitere Informationen zur Beurteilung und Bewertung Ihrer Beobachtung finden Sie im vierten Dokument, dem Bewertungsdokument. Es macht Sinn, auf einer Parzelle 2 bis 3 Spatenproben durchzuführen, um verschieden bewachsene Stellen oder verschiedene Geländeformen vergleichen zu können. Übung macht den Meister. Sie sollten Spatenproben in verschiedenen Situationen durchführen, in verschiedenen Kulturen, zu verschiedenen Zeitpunkten. Nur so bekommt man das Gefühl, das sichere Gefühl für die Interpretation der Schichten, der Aggregate und was alles noch ansteht. Jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß und Erfolg beim Beobachten Ihrer Bodenstruktur. Für weitere Informationen
können Sie auf unsere Webseite gehen und dort finden Sie auch unseren Kontakt für Fragen. Die Bodendock-Spartenprobe ist in Zusammenarbeit von Agroscope, Fibel, Hafel und Agridea entstanden.